Dann versuche ich diese spätestens, Woche. Das wenn wir da Donnerstag machen, spätestens bis zum Wochenende das komplette Video rausgehauen zu haben. So, jetzt die Letters hier. Das heißt für euch, wenn ihr diese Folge seht, dann war's das, dann gab's das schon. Könnte sein, ja. Stimmt eigentlich. Ja, das ist sogar so. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Oh Mann. Warte, wie ich jetzt mal über die Leiter drüber rutsch, wie. Weil du jetzt darfst aber auch nicht Doppelsprung machen, ne? Ja, ist okay. Dann mach ich halt keinen Doppelsprung, Hardy. Verbiet es mir doch! Echt mal. Ich hab Bock auf richtig geiles Spiegelei mit Bacon, ey. Wie, das keinen Doppelsprung machen? Klar, dass du Doppelsprung machen, mach ich auch. Boah, bei der Leiter, du Affenkopf, damit man da nicht drüber slidet. Den braucht man aber nicht. Ja, dann mach das doch, du Affenkind, ey. Ja, mach ich auch. Ja, piss dich doch. Aber ich komme danach nicht auf den Nippel, das ist scheiße. Weil Hardys Kinder Affen sind. Ach, nee. Na, den Guru, das ist richtig scheiße. Wie ich diesen Sprung jetzt einfach mal nicht schaffe, das gibt's ja gar nicht. Das Geile ist, weißt du, ich habe mir ja schon mal ein paar Videos von Julian angeguckt und da war was, ich kenne mich mit Musik auch gar nicht aus, labert immer irgendeinen Scheiß immer so, Alter, hier, die Hook, die war richtig geil, aber der Rhyme, der passte nicht zum Beat und dann haben die sich noch gehittet und was ist da? Ich meine, ja, kann ich natürlich noch was anfangen, aber was ist genau die Hook, das ist der Haken, um wieder zurückzukommen? Ist das damit gemeint oder ist der Hook, um jemanden einzufangen oder was ist das? Ja, genau, das ist dann. So, nein, also wie, wenn ihr von LOL redet. Ich habe keine Ahnung, Bram. Mach einfach. Ich glaube, der kommt bei dir gar nicht mehr aus dem Dissen raus. Bei dem Video. Ja, was heißt du bei mir? Bei uns, Junge. Oder der sagt einfach nur, das Video ist absolut. Das Ding ist absoluter Bullshit. Boah, genau. Ich werd ihm einfach schlechter als Wolf im Auftritt. Genau! Wir müssen Pizmeat-Sachen einbauen, so, weil du bist schlechter als Wolfteam und so ein Kram. Damit müssen wir den dissen. Eigentlich müsste man sich auch alle möglichen Diss, die er sich eventuell ausdenken könnte, direkt vorwegnehmen, um die zu neutralisieren. Ja, so wie bei Eminem, Junge. Bei 8 Mile. Ach, Mann! Weil wenn du das halt gemacht hast und er dann darauf eingeht, ist es halt voll lame von ihm. Oh Gott. Ist das eigentlich die letzte Challenge hier überhaupt von diesem Video? Nee, guck mal, in der Mitte nach oben, da geht's noch weiter. Nee, ich meine generell, also, ist das hier die letzte, also die letzte Stage, sag ich mal. Der letzte Bereich dieser Adventure-Map? Weiß ich gar nicht. Könnte sein. Ja, aber ich hab noch eine Map, die dazugehört, ne? Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Aber die ist, glaube ich, kürzer. Hier, Nudelköppe, ich bin oben. Hast du gemacht, oder was? Nice, Peter hat endlich wieder was geschafft. Ist das scheiße, ey. Ich hasse solche Nippelsprünge einfach. Oh Mann. Ich will an dieser Stelle kurz hinweisen an alle Zuschauer. Heute kam unser erstes Video zu Assassin's Creed Black Flag raus. Weil ihr seht diese Adventure-Folge auf jeden Fall, bevor Assassin's Creed veröffentlicht wurde. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da mal reingucken. Oh ja. Wann kommt das Spiel denn überhaupt raus? Weiß ich nicht. Okay. Aber du hast nicht für 3 Wochen aufgenommen. Nee. Nee, das nicht. Weil du bist Dennis Hartwig. Soweit nimmst du nicht vorher auf. Entschuldige bitte, ja. Wir haben den ganzen Aufnahme. Ehrlich gesagt, wundert es mich eigentlich auch, dass wir nicht täglich aufnehmen, eine Folge. Fick dich, wir haben den gleichen Aufnahmerhythmus wie sonst auch immer. Ja, aber dass ja an deinen Aufnahmerhythmus von der Singleplayer-LP angepasst wird. Das stimmt doch gar nicht. Ach so, ja, nee. Weißt du, dass wir uns morgens halt treffen, um eine Folge aufzunehmen. Ja, genau, so ungefähr. Wobei, nee, vorgestern habe ich 2 Folgen Zelda aufgenommen. Ja, wow, du wolltest Wochenende haben. Nee, ich konnte einfach an dem Tag, also gestern, ging einfach, ich hatte keine Zeit zum Aufnehmen, deswegen musste ich dann Folge mehr aufnehmen. Was ist denn mit Peter los? Lebst du noch? Ja. Peter langweilt sich gerade. Nee, ich guck mir hier nur gerade was an. Das ist nämlich noch nicht die letzte Stage.
Dann weißt du, der sich anguckt, sein 3DS und Pokémon. Ja, wahrscheinlich. Nee. Oder er guckt sich gerade seinen kleinen Schwanz an und muss sich wieder einreden. So klein bist du doch gar nicht. Lass dir nichts erzählen. Aber Junge, ey. Hammer. Echt jetzt? Das ist doch scheiße. Ach, ja. Ja, das, nee, das funktioniert nicht. Hätte ja sein können. Ich glaube, da ist ein Bug auch. Du darfst dir doch die Challenges noch nicht angucken. Nee, mach ich auch nicht. Nicht schon ausspähen, wo die Truhen sind. Nein. Ja, wobei, das durfte man übrigens, by the way. Ja, aber nur für nur am Start der nächsten Challenge. Nicht nee, ich hab noch keinen einzigen Sprung gemacht, keine Sorge. Echt mal, Peter, ey. Immer das Gleiche mit dir, wa? Ohne Spaß. Lass mal das Video über dich, ey, und danach weinst du erstmal. Boah, wie ich nicht mehr auf den Nippel drauf komme. Das war jetzt ärgerlich. Alter, das kann echt nicht wahr sein. So und so. Ich komme da nicht mehr drauf. Ich komme nicht mehr da drauf. Was hat der Hilft Hardy Anlauf nehmen? Ach nee. Sarret nicht. Doch, tue ich aber. Einfach weil ich ein Badass Fucker bin. Boah, das ist doch zum Jodeln, ey. Das ist richtig krasse Fotze. Richtig krasse Fotze. Mann, ich hasse Nippelsprünge. Warum muss ich mir die Scheiße hier eigentlich geben, ey? Ist das ein Getränk, das heißt Frozen Nipples? Im Ernst? Mama Adventure Map! User left your channel. Spacken, ey. Ist das vor allem ein Team, der voll der Mongo ist und der Mongo sagt, was ist mal nicht Hardy? Ja. Oh Mann! Oh Mann, mein linker Fuß ist eingeschlafen. Ja, ich glaube, von dem ist die Rede. User left your channel. User was moved out of your channel. Ich hab gegengesteuert hier aus meinem passwortgeschützten Channel. Ja, Siege, Junge. Das hat jetzt richtig gemein werden. Jay fragt jetzt, ob du richtig pisst bist. Das muss ich mir kurz antworten. Was antwortest du denn? Ich hab geschrieben, dass du ziemlich verärgert bist jetzt gerade. Ja, und Jay schreibt sehr gut. Ich finde, wir sollten uns noch 5 weitere TS kaufen, damit Peter nicht der Einzige ist, der Adminrechte hat. Ja, auf jeden Fall. Ich an. Oh Mann! Ohne Spaß, ich habe gleich keinen Bock mehr auf Nipples. Jetzt mal ganz im Ernst. Das nervt mich einfach so krass. Ah, 12 Minuten hältst du noch. Ja, das auf jeden Fall. Danach kann ich ja leider, ich kann ja so auch nicht so lange. Ich muss ja gleich noch ganz wichtigen Stuff machen, wie zum Beispiel nach Saturn gehen. Ja, und dir ein Ladegerät kaufen. Da ist kein Ladegerät dabei. Hast du das Spiel denn jetzt schon? Nee, das kommt beides heute Abend um 18 Uhr. Ah, es kommt beides gleich. Ah, okay. Ja, Bram, ey, geh doch hin und wenn du schon immer bei Saturn bist, kannst du dir auch direkt den DS und Pokémon kaufen und das andere stornieren. Nee, das ist ja auch bei Saturn viel teurer. Ja? Was kostet Pokémon denn bei Amazon? Ich habe das gekriegt, also das Spiel selbst hat 49 Euro gekostet, aber ich glaube, das ist normal. Oh, wow. Ich habe bei Saturn 44 bezahlt. Da ist Saturn diesmal mal günstiger gewesen. Und der DS, 3DS an sich, da müsste ich nachgucken, das weiß ich erst nicht. Ich glaube, 170 kann das sein. Keine Ahnung, weiß ich nachgucken jetzt für den nicht Preis. Auswendig. Hättest du ja auch die Pokémon Special Edition holen können von dem 3DS. Ja, ich wollte aber unbedingt einen Schwarzgäuse haben, nicht, dass irgendwie Glomanda bei mir oben auf den Deckel kracht. Ah. Ja, wobei kann ich ja gleich mal gucken bei Saturn. Wenn das wirklich günstiger ist, dann kann ich das natürlich wirklich studieren. Oder schickt das beziehungsweise zurück. Also bei Saturn natürlich war das auf jeden Fall 5 Euro günstiger. Oh ja, einmal zu DHL laufen, das Paket wieder zurückgeben. Was ein Stress, ey. Ich meine jetzt aber auch, was bringt ihm das Pokémon, wenn er den 3DS dann noch nicht kauft? Nee, ja. Den 3DS würde ich dann halt auch, also gucken, was der kostet. Ah, okay. Aber wenn der günstiger ist, warum nicht, wa? Ja, klar.
Vielleicht speichern halt Geld für Ladekabel. Ja, das kann ja sein. Traurig, ey. Das ist echt das Traurigste, was ich so gehört habe. Oh ja. Das Ladekabel ist nicht mit dabei. Wie viele Rezensionen ich mir bei Amazon teilweise durchgelesen habe zum Weihnachtsgeschäft letztes Jahr. Ich habe meinem Sohn 3DS geschenkt und jetzt ist die Batterie leer und die Geschäfte machen erst in 2 Tagen wieder auf. War irgendwie so eine gewisse Art von Schadenfreude, muss ich ehrlich gesagt sagen. Vor allen Dingen, weil die dann noch geschrieben haben, ja, womit soll der Junge denn jetzt sein Weihnachten verbringen, wenn der nicht spielen kann? Ich so, ja, vielleicht mal Familie oder sowas. Ja, so hättest du als kleines Kind natürlich auch auf jeden Fall gesehen. Siehst ja heute noch nicht mal so, Hardy. Wenn dein Handy aus und so weiter, kriegst du ja schon einen Koller ab. Ja, nee. Was eigentlich voll das Problem ist, weil du ein iPhone hast. Stell dir mal vor, du hättest als kleiner Junge so ein 3, als kleiner Junge, der gewohnt ist, immer dazu bekommen, was er will. Ja, als kleiner Junge fände ich das ziemlich scheiße, aber für den Vater ist das natürlich mega einfach, seinen Blach vor den 3DS zu setzen, anstatt mit denen irgendwas zu machen an Weihnachten. Darauf wollte ich hinaus. Warum zum Henker funktionieren die Dinger eigentlich nicht wie früher, einfach mit Batterien? Boah, Gott sei Dank funktionieren die nicht mit Batterien, ey. Batterien sind die Folgekosten stinkig. Sind doch total behindert. Warum? Mit Akkus da drin? Also das heißt, man kann Ladegeräte anschließen, aber es sind trotzdem im Zweifel normale Batterien. Ja, warum? Hä? Was macht denn das für einen Sinn? Da ist doch jetzt auch ein Akku drin, den du auswechseln kannst. Ja, aber nur gegen den anderen Akku und nicht halt gegen normale Batterien. Das heißt im Zweifel, wenn dein Akkuladegerät, wie zum Beispiel an Weihnachten, leer ist, hat aber jeder scheiß Haushalt normale Batterien zu Hause. Tja. Ich finde das ganz gut, dass das Ding nicht mit Batterien läuft. Spart Platz, mich bei Gewicht. Bei den Xbox-Controllern nervt mich das so extrem. Ja, ohne Spaß, so Batterien sind doch voll oldschool, Alter. Aber hat der Xbox-Controller Batterien? Jo. Ja, das ist aber also schon, aber die kann man nicht aufladen. Kann man nicht aufladen, oder was? Ja, doch, aber die geht um die Tatsache, dass das Ding überhaupt Batterien benutzt und nicht so wie bei der PlayStation mit Akku ist. Ja, man kann die Dinger bestimmt irgendwie, also man muss sich dann Akkus kaufen und dann ein Akkuladegerät. Ja, das hat sich Nintendo auch gedacht, Dennis, weiß ich. Nein, also meine ich das gar nicht, sondern pass auf, dass das Akku so strukturiert ist, dass du einfach wie beim PlayStation Controller halt das über die PlayStation laden kannst, aber trotzdem, wenn du möchtest, da einfach normale Batterien reinstecken kannst. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht einfach, weil es platzsparend ist. Weil der Akku, der in dem 3DS drin ist, der wird wahrscheinlich relativ klein sein, wenn das so ein Lithium-Ionen-Teil ist. Und so 2 AA-Batterien nehmen wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz weg. Oder 4 AA-Batterien wirst du wahrscheinlich für das Ding brauchen. Oder die normale Batterien sind einfach nicht so leistungsfähig wie so ein Lithium-Ionen-Akku für den ganzen Kram, den das Ding leisten muss. Und der lutscht wahrscheinlich so 4 Batterien relativ schnell leer. Das könnte natürlich sein. Das darf nicht wahr sein. Das ist wahrscheinlich einfach nur extrem unwirtschaftlich. Aber die Batterienindustrie. Ah. An die muss auch mal jemand denken. Die geht da vor die Hunde. Ach nee. Krass, dass ich das schon gemacht hat, ausnahmsweise. Ja. Aber andererseits. Gucke ich doch vorher mal auf die Verpackung drauf, wenn ich sowas kaufe. Ja, oder? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen steht sogar ein Warnhinweis drauf, enthält kein Netzteil. Jetzt mal ganz ehrlich, Hardy. Ja, natürlich ist das scheiße. Außer dem 3DS kennst du. Dass kein Dingens enthält. Dass nicht das Gerät enthält, damit, was es mit Strom versorgt. Eigentlich habe ich doch nie selbst ein iPhone enthält sogar sowas. Ja, und das soll schon und was die heißt. Sind schon sogar sehr sparsam mit ihren Ausrüstungen. Also das Gerät, dass man das kaufen muss und nicht beiliegt, was zur Stromversorgung ist. Das habe ich, hab ich noch nie vorher gehört, dass das fehlt. Ja, da muss man. Ja, ich sag es ja, aber heutzutage muss man mit solchen Schweinereien einfach rechnen, sage ich einfach mal. Und dann, nee, ganz ehrlich, das war für mich, also vorne vielleicht ist wirklich so eine Sache, wo ich dachte, okay, du musst dir alles Gedanken machen, aber nicht darüber, dass das Stromkabel beiliegt. Da habe ich auch dumm geguckt, als das Ding damals bei mir angekommen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch dumm geguckt. Ich bin aber auch in den nächsten Elektromarkt gelaufen und habe es mir gekauft. Ich hatte damit auch nicht gerechnet. Ich mache das Ding so auf und dann dachte ich mir, ich habe es übrigens geschafft.